Du wundervoller Mensch, wir melden uns jetzt hier beide, der Marc und ich, aus Teltow. Ich bin hier in seinem wunderschönen Studio. Head Coach steht hier groß an allen Fensterseiten. Also Sport- und Mentalcoach Marc Ullmann hier heute im Gespräch. Worüber reden wir, Marc? Ich glaube, so ziemlich über alles. Wir haben jetzt so ein sensationell schönes Vorgespräch schon gehabt. Aber wirklich, ja, total. Du bist ein richtig guter, motivierter, toller Typ, den die Welt einfach braucht. Vielen Dank. Ich gebe das mal zurück. Ach, danke schön. Ja. Ich habe auch schon hier mein Outfit angezogen, also ich könnte jetzt direkt hier auch beginnen, mit dir zusammen anzufangen zu trainieren. Marc, komm, stell dich doch mal kurz vor, damit die Weltwunder auch mal wissen, wer du bist. Ja, also mein Name ist Marc, ich bin 45 Jahre jung. Ich freue mich total, ja, hier zu sein. Ich habe auch, glaube ich, schon einiges in meinem Leben durch. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt so in kurzer Zeit so gestopft bekommen. Aber ich bin seit einigen Jahren als Mentalcoach und als Neuroathletiktrainer tätig. Die Neuroathletiktrainer-Geschichte, die läuft jetzt knapp 16 Monate. Ist noch was sehr Neues. Vielleicht hat der ein oder andere das erste Mal wahrscheinlich bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 gehört. Vielleicht von dem Wort Neuroathletiktraining. Das ist aber auch sehr breit gefächert. Und ich arbeite mit einem Gerät, was jemand aus der Nähe von Stuttgart, Tübingen, hergestellt hat. Hatte auch den Hintergrund, dass sein Sohn große Probleme hatte. Hat in der Basketball-Nachwuchs-Bundesliga gespielt. Und wir sind dann zufällig in Kontakt gekommen. Und ich habe jetzt innerhalb von 600 Kilometern bin ich der Einzige, der dieses Gerät hat, der so mit den Leuten arbeiten kann. Und das zieht sich von ganz jungen Menschen. So wie bis, ich, ne? Hast ja, jetzt so wie du natürlich, die ganz jungen Menschen. Und natürlich auch ältere Sportler, Unternehmer, also Hobbysportler, Freizeitsportler, aber natürlich auch Profisportler. Also für jeden ist da was dabei und jeder kann damit arbeiten. Jeder macht super schnelle Fortschritte bei der ganzen Geschichte. Das Mentaltraining ist da sogar auch noch ein bisschen mit drin. Das heißt, du machst sehr viel für deine Wahrnehmung, für deinen Fokus. Und das Mentaltraining allgemein ist auch sowas, was ich zum Beispiel, ich bin auch noch als Bundestrainer für den Deutschen Kanuverband tätig, Bereich Kanupolo, U21 Damen, das ist Handball auf dem Wasser. Und mit den Mädels arbeite ich halt auch schon jetzt im sechsten Jahr sehr viel in diesem mentalen Bereich. Und da kann man mit sehr vielen Kleinigkeiten, wenn man die ordentlich übt, genauso wie man halt auch Muskeltraining macht, kann man da sehr viel erreichen. Und ursprünglich komme ich aber aus dem Medienbereich. Medien? Ja. Was hast du gemacht? Warst du im Fernsehen? Ich war im Radio. Ach, der hat so eine schöne Stimme. Ja. Also 1998 bin ich im Radiobereich eingestiegen und habe dann danach jetzt gute fast 20 Jahre oder 18 Jahre Sportmedien. Also viel reportiert, viel kommentiert und das war so ein bisschen mein Leben. Also der Sport sowieso seit jeher. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, ich brauche eine Veränderung und ich will einige Sachen in meinem Leben nicht mehr. Dafür will ich ein paar neue mit reinnehmen und das, was ich jetzt mache, macht mich extrem glücklich. Ich arbeite mit Menschen. Das ist einfach eine tolle Sache. Wenn dort Fortschritte passieren, ist das für mich mega emotional und toll. Und das ist das, was mich im Endeffekt antreibt, mit anderen Menschen zu arbeiten und sie besser zu machen oder sie einfach zu unterstützen in dem, was sie machen möchten. Also ich liebe das wirklich, diese Arbeit. Oh, das spürt man. Wir waren jetzt schon eine Stunde zu Gange. Wir haben uns vorher auch noch nie gesehen. Danke, Viveka, für diesen wundervollen Menschen. Danke, Viveka. Genau, Viveka Jäger, ihr habt bestimmt das Interview von ihr gesehen und die beiden arbeiten auch miteinander, das finde ich hervorragend. Ja. Erstmal Dankeschön, wie arbeitest du denn mental mit den Menschen, die zu dir kommen? Ist ganz unterschiedlich, also egal bei was, egal ob ich jetzt mit den Menschen mental oder neuroathletisch arbeite, jeder Mensch ist verschieden. Ja. Das heißt, wir unterhalten uns erstmal, wir testen uns aus, wir gucken, was will eigentlich jede Seite und dann weiß ich, wo ich ansetzen muss und wo ich ansetzen kann. Und dann mache ich grundsätzlich bei der mentalen Geschichte nichts anderes, als dass ich bildlich ein großes Buffet aufbaue, viele Möglichkeiten vorgebe und sich derjenige das nimmt, womit er am besten arbeiten kann. Weil wenn ich was toll finde und damit super gut zurechtkomme, heißt das überhaupt nicht, dass es dir genauso gut gefällt. Vielleicht gefällt dir eine andere Geschichte. Und das ist das, was ich dann versuche weiterzugeben. Das heißt, ich sage nicht, ihr müsst irgendwas machen, sondern ich gebe nur viele Möglichkeiten auf, wo ich weiß, das funktioniert, weil ich es selber natürlich ausprobiert habe. Und dann muss sich jeder das nehmen, was er möchte. Ganz wichtig bei der Geschichte ist aber, derjenige ist in dem Moment für sich selber verantwortlich. Das heißt, Thema Eigenverantwortung. Sprich, er muss es umsetzen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du willst nur als Beispiel mehr Muskeln haben und ich sage dir, trainiere 3-4 Mal die Woche die und die Muskelpartien mit der und der Übung und du machst es nicht, dann darfst du dich am Ende nicht wundern, dass du keine Muskeln aufbaust. Und das ist mit Mentaltraining das Gleiche. Du musst es trainieren. Und wenn du es trainierst, kannst du es abrufen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Mach mal ein Beispiel. Wer kommt hier so zu dir? Fällt dir jemand ein? Irgendjemand? Es ist ganz spannend. Also ich habe, als ich
dieses Objekt hier gemietet habe. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist im Endeffekt zugänglich von der Straße, das ist ein Laden und das wollte ich eigentlich gar nicht. Und seitdem ich aber hier drin bin, hat der ein oder andere geklopft oder ja, geklingelt oder angerufen. Was kann ich hier kaufen? Nee, gar nicht. Was machst du denn hier? Und ich wollte und dann stand eine Dame vor mir, die zur DDR-Zeit wohl eine sehr gute Tischtennisspielerin war, jetzt halt einfach auch ein paar Jahre älter ist und Kinder gekriegt hat und jetzt wieder angerissen hat mit dem Tischtennis und die hat halt einfach gesagt, du, ich habe ein Problem, ich bin gegen gute Gegner, bin ich eine Katastrophe und gegen schlechte bin ich richtig gut und ich weiß manchmal überhaupt gar nicht, an was es liegt, warum ich mir so einen Stress mache. Ja, und dann haben wir halt gesagt, komm, lass uns mal erstmal kennenlernen. Und nach dem Kennenlernen entscheiden wir, möchten wir beide miteinander arbeiten. Also das heißt nicht nur, möchte sie mit mir arbeiten, sondern möchte auch ich mit ihr arbeiten. Das muss halt immer beiden passen. Und ja, und seitdem haben wir uns dann zusammengetan. Wir haben daran gearbeitet, wie sie mit diesem Stress, den sie sich macht, also ich nenne es ja immer Angst, Druck und Stressregulation. Sehr gut, brauchen wir alle. Brauchen wir alle. Da musst du nicht Sportler sein, nee, sondern du kennst das, oder jeder von uns kennt das aus der Schulzeit, so mal ein schöner Blackout bei einer Prüfung. Mhm. Und da kannst du als Außenstehender nichts machen, wenn du es nicht selber gelernt hast, wie du dich selber aus dieser Situation rausziehst, weil wir haben da so Scheuklappen und da geht halt nichts mehr rein und nichts mehr raus und das kann nur derjenige selber. Und ich arbeite halt sehr viel mit Atmung, das ist ein ganz wichtiger Teil. Wie atmen wir so? Wo atmen wir so hin eigentlich? Wir atmen alle sehr, sehr kurzatmig und in den Brustbereich und wir sollten es einfach lernen, viel mehr in den Bauch reinzuatmen. Und damit kannst du dir auch mit verschiedenen Atemtechniken, also da gibt es ganz viel. Du kannst dich selber ruhiger machen, du kannst dich aber auch, wenn du merkst, du bist zu ruhig, du kannst dich auch mit mehr Energie laden. Da kommt es halt einfach darauf an, wie lange atme ich ein, wie lange atme ich aus. Und eine ganz einfache Übung, also die einfachste eigentlich von allen, um zu sagen, ich möchte mal ein bisschen, ich habe so viel Kopfgewitter, ich habe so viel Gedanken, ich möchte ruhiger werden. Kannst du ganz einfach eins machen, atme ein und zähle eins, und atme aus und zähle zwei. Und in dem Moment konzentrierst du dich schon so auf das Zählen, dass dir im Normalfall alles andere, was du gerade im Kopf hast, mal kurz flöten geht. So. Und dann kannst du sagen zum Beispiel, wenn du ruhiger werden möchtest, du atmest zusätzlich auf diese eins ein, zählst dann vielleicht noch so bis drei mit und atmest aus und zählst bis fünf. Somit verlangsamst du im Endeffekt deinen Pulsschlag, deinen Herzschlag. Und wirst damit ruhiger. Und, also Atmung ist halt ganz entscheidend, da kannst du ganz viele Sachen mitmachen und dich auch auf verschiedenste Situationen einfach auch einstellen. Eine andere Geschichte ist Körperhaltung. Das heißt, wenn ich jetzt so da sitze, bin ich wahrscheinlich so zusammengekrümmt, nicht mit allzu viel Selbstvertrauen. Und du kannst aber deinen Körper, du kannst ihn faken. Das heißt, in dem Moment, wo du die Brust rausmachst und einfach anzeigst, hey, ich bin da, dann hast du eine ganz andere Körperspannung und du hast eine ganz andere Ausstrahlung auf die anderen. Die denken auf einmal, hey, was ist mit dem los? Der hat aber Selbstvertrauen oder der ist arrogant oder was auch immer, was man dann immer hinstellt. Das ist die zweite. Und ja, die dritte ist einfach den Fokus zu halten. Das heißt, sich auch zu konzentrieren auf das, was du als nächstes machen möchtest. So, beim Sport. Aber auch im Alltag, finde ich. Ich finde das extrem, weil da ist so viel, wenn ich alleine meine Praxisarbeit sehe. Ne? Ja. Also zu fokussieren, den Patienten, ihm zu folgen, dann aber schon die Klingel zu hören, das Telefon noch irgendeine Frage zu beantworten oder was auch immer, das ist der Wahnsinn. Also den Fokus zu behalten, finde ich unglaublich schwer. Ja, ist es auch. Und da musst du dir einfach sagen, wenn du jetzt, du hast es gesagt, auch in der Praxis, du hast so viele Sachen, die auf einmal auflaufen, du musst dir dann eindeutig sagen, was ist das Nächste, was du machst? Priorität. Genau, Prioritäten setzen in dem Moment und sagen, pass auf, das Nächste ist, ich mache jetzt dieses wichtige Telefonat und dann blende ich alles andere aus. Und das kannst du im Sport auch so machen, das kannst du in jeglicher Lage so machen. Und das sind so diese drei Grundbausteine, mit denen ich sehr viel arbeite. Es gibt natürlich Ausnahmen. Und ja, wenn die Leute das ordentlich machen, dann haben sie ihre Erfolge bei. Und das ist ja das Wichtigste. Und dann bin ich auch wieder glücklich. Das strahlt so schön und da ist eine Hingabe. Jetzt wollen wir nochmal zu diesem neuroathletischen Training. Ja. Dieser ganz neuen Methode, die hier in Berlin im Umfeld ist. Und das ist jetzt extrem spannend für alle die Sportler sind, die sich verbessern wollen, für alle die auch gestörte Gliedmaßen haben, also auch im Ungleichgewicht sind, die ein bisschen mehr Stabilität brauchen, vielleicht auch Menschen mit Schmerzen, Osteoporose vielleicht auch, Arthrose, also auch vielleicht erkrankte Knochengeschichten haben. Schlaganfall, wunderbar. Gerade Muskulatur wieder aktivieren. Ah, ich finde das großartig, dass du das hast. Und wollen wir mal zeigen, wie das geht? Ja, also. Oder willst du was sagen? Ich sage noch zwei Worte dazu. Und zwar habe ich ein spezielles Gerät, das zeigen wir euch gleich. Und mit dem Gerät machst du nichts anderes, als dass du einen visuellen Reiz bekommst.
und diesen visuellen Reiz sofort mit dem Körper umsetzen musst. Das heißt entweder mit den Füßen oder mit den Armen oder mit dem Becken oder mit was auch immer, aber du kriegst einen Reiz vorgegeben und musst auch sofort auf diesen reagieren. Das heißt, wir arbeiten dann unter anderem nicht nur an deiner Wahrnehmung, sondern auch an deiner Muskelansteuerung. Das heißt, ich kann deine Muskelansteuerung schneller machen. Sprich, du wirst schneller, du wirst explosiver, du benutzt auf einmal eine untere Muskulatur, die du bisher noch nie benutzt hast. Heißt am Ende aber auch, du arbeitest mit mehr Muskeln, was dich Energie einsparen lässt. Das heißt, du arbeitest mit mehr Muskeln, das heißt, du hast vielleicht 80% der Muskulatur, die du benutzt, statt 60%. Heißt am Ende des Tages, du bist viel leistungsfähiger und hast am Abend einfach mehr Energie zur Verfügung. Und wir hatten gerade vorhin so ein Beispiel, wo du gesagt hast, das finde ich recht cool. Stell dich einen Tennisspieler vor, der auf Asche spielt. Und der hat ja immer diese Seitenbewegungen, wo er abstoppt und dann nochmal diesen Nachschritt machen muss. Und wenn er gut trainiert ist, macht er den Nachschritt nicht mehr. Und ein Tennisspieler, ich weiß nicht, wie oft er in einem, nehmen wir einfach nur ein Dreisatzmatch, wie oft er diese seitlichen Bewegungen macht. Bis wenn er am Ende 500 Mal diesen Zusatzschritt gespart hat, wird ja jedem schon klar, dass er damit natürlich sehr viel Energie eingespart hat. Und das ist das, woran wir arbeiten. Oder, liebe Damen, wenn ihr viel hohe Schuhe tragt und gerne mal wegknickt oder dafür einen Bänderriss dann sehr schnell bekommt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr, wenn ihr hier wegknickt, euch ein Bänderriss zuzieht, ist relativ gering, wenn ihr lange genug gearbeitet habt, weil der Körper und die Muskulatur viel schneller reagieren kann. Das heißt, ihr knickt nicht mehr so weg und kommt zurück, sondern ihr knickt weg, kriegt den Reiz und kommt sofort zurück. Und das ist das Schöne und das Tolle, woran ich damit arbeiten kann. Und deswegen, ob Reha oder jemand, der sagt, ich möchte mich nicht operieren lassen und möchte so dran arbeiten, oder ein Unternehmer, der sehr viel sitzt in der Woche, der Aufwand ist auch überschaubar, einmal 90 Minuten pro Woche. Das heißt, das sollte auch der Unternehmer hinbekommen. Leute, die, wie gesagt, was du auch schon gesagt hast, Manu, die im Bewegungsapparat eingeschränkt sind, die vielleicht unsicher sind beim Laufen, gerade ältere Menschen, die kriegen damit wieder Lebensqualität einfach geschenkt. Und das entlastet nicht nur die Leute selber, sondern auch ihre komplette Familie, die sich vielleicht dann weniger drum kümmern muss oder weniger Angst hat, dass sie einen Sturz hinlegen oder ähnliches. Und ja, das ist das Schöne. Also ich kann eigentlich von ganz klein bis ganz alt und von dick bis dünn und von groß bis klein, ich kann jedem zumindest helfen, daran zu arbeiten und für sich vielleicht eine höhere Lebensqualität zu bekommen. Und gerade für die Sportler vielleicht diese 3-5%, die ihnen noch fehlen, zuzulegen. Absolut. Also mich hat das total motiviert. Vielleicht weiß der eine oder andere von euch, ich war ja mal im Leistungssport, Leichtathletik, und sofort habe ich gerade wieder diesen Impuls, diesen Reiz bekommen, mich zu verbessern. Ja, und ich habe ja unter anderem auch unter so 2-3 Leichtathleten, mit denen ich im Moment zusammenarbeite. Ja. Und das ist halt einfach toll, diese Rückmeldung auch von den Sportlern zu bekommen. Und da muss ich gar nicht mehr so viel sagen. Mache ich am Anfang sowieso nicht. Ich lasse die im Endeffekt alle in ihrem Gefühl darauf, rede viel mit ihnen und möchte aber auch erst am nächsten Tag eine Rückmeldung haben, weil im Körper einfach sehr viel passiert in der Zeit. Das heißt, es bilden sich im Kopf neue Synapsen, die Verbindungen, und die musst du halt dann regelmäßig auffrischen und erneuern. Aber einige Leute haben es auch schon direkt danach gesagt, dass sie rausgegangen sind, gesagt haben, sie haben das Gefühl, sie laufen auf so einer kleinen Wolke. Das heißt, sie haben viel mehr Gefühl auf einmal in den Füßen wieder, und ja, und das ist einfach toll, weil ich muss es nicht vorgeben, weil jeder reagiert anders. Ach, Gefühl in den Füßen, da fällt mir ein, viele haben ja nun leider Gottes Chemotherapien und so weiter, was natürlich auch auf das Gefühl, ne, viele haben so Kribbeln in den Füßen und vielleicht um das Gefühl auch wieder zu bekommen, weil wir arbeiten ja auch vom Kopf her. Ja. Das ist vielleicht auch eine ganz spannende Geschichte. Genau, also alles möglich. Echt, ich bin begeistert. Das, hier ist er. Ja, da ist er. Und das Einzige, womit ich halt nicht arbeiten kann, ist, wenn jemand tatsächlich eine Entzündung im Körper hat. Also wenn er ein entzündetes Knie hat, weil da kann ich nichts mehr dran machen, dann muss die Entzündung erstmal raus. Das ist, kennst du ja vom Zahnarzt. Wenn du einen entzündeten Zahn hast, solltest du ja eigentlich warten. Also mit einer Entzündung geht es nicht, alles andere funktioniert. Komm, lass uns das mal zeigen. Das können wir sehr gerne machen. Ich vermute fast, du gehst jetzt auf die Platte. Also man muss dazu sagen, wir haben ungefähr knapp 1000 Übungen, die wir machen könnten. Wir können arbeiten mit einem Teil, zum Beispiel mit einem Fuß auf der Platte. Wir können arbeiten mit beiden Füßen auf der Platte. Wir können mit Festhalten arbeiten. Das heißt, das Schöne ist, du kannst dich auf jeden einstellen. Das heißt, ich kann individuell für jeden ein komplett einzelnes Programm ausarbeiten. Und das kannst du auch von Mal zu Mal, können wir das auch variieren, weil es kommt auch so auf Tagesform an. Manchmal Leute, die abends kommen, sagen, sie sind einfach kaputt vom Tag, sie schaffen heute die 90 Minuten nicht, dann machen wir halt nur 60. Wir haben ja hier gerade, wir haben vorhin was für die Schultern gemacht. Ja. Für was ist das? Für die Schultern? Ja. Kommt drauf an, also du stärkst natürlich damit auch den Rücken. Ach, das ist gut. Du wirst halt in dieser kleinen Muskulatur im Schulterbereich, machst du halt noch viel mehr. Also deswegen, es kommt immer darauf an, was wir machen. Also ich mixe am Anfang immer das Programm, dass ich sage, wir machen für alles was, für die Hüfte, für die Knie, für die Sprunggelenke, für die Arme.
Und alles andere, wenn derjenige sagt, ich habe das Hauptproblem vielleicht im Rücken, dann machen wir halt mehr Einheiten für den Rücken mit verschiedensten Übungen. Bloß, dass wir es jetzt mal zeigen, ja. Ob das hier günstiger ist hier unten. Weil dann können wir gleich direkt auf den Monitor gucken. Das können wir machen, dann sieht man dich zwar wahrscheinlich nicht ganz so gut, wenn du arbeitest. Aber ich quäl mich jetzt. Ich quäl mich jetzt, ihr Lieben. Ach, so viel Qual ist das gar nicht. Wir gucken mal. Also ich stelle jetzt im Endeffekt ein Programm ein. Also das ist dieses wunderbare neuroathletische Gerät. Das ist keine Powerplate. Ne? Nicht zu verwechseln. Also man muss dazu sagen, ihr seht das vielleicht hier unten, wenn wir kurz mal runtergehen. Du kannst, diese Platte geht vor, zurück und rotiert. Und du kannst die mit Ringen, kannst du die träger machen. Das heißt, ich kann hier einen Ring zum Beispiel reinmachen auf die Seite und auf die andere und dann ist die Platte einfach eine Runde träger. Und mit den Ringen und mit der Trägheit kann ich halt spielen. So, das ist das eine. Und diese Platte geht, wie gesagt, vor, zurück, ist in der Rotation, kann diese ganze Platte aber auch drehen. Und dann ist die Platte seitlich und auch wieder in der Rotation. Mhm. Und dann gibt es hier unten einen Monitor und dann gibt es da oben einen Monitor. Und über den oben arbeitest du halt viel, wenn du was mit den Füßen machst. Und der unten ist, ja, und jetzt kann ich der Manuel zum Beispiel mal die Platte einstellen, dass sie halt mal ein paar Bewegungen macht. Und dann gucken wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Hier unten? Soll ich sie unten machen? Oder ich lieber oben? Ich nehme dir gleich die Kamera ab und du kannst dich dann einfach mal machen. Das ist echt toll. So, jetzt stellt er uns hier was ein. Genau. Ich kann hier mal rum, guck mal hier. Hier sind wir im Schaufenster sozusagen. Och, ich schwitze so sehr. Schwitzt ihr auch so? Hallo Rebecca. Ah so. Ja, da schauen wir mal. Genau. Ich habe jetzt mal noch was eingestellt. Die wird jetzt gleich raufgehen. Guck mal, halt mal. So, ich gucke mir das jetzt mal an von hier. Genau. Jawohl. Manu geht rauf. Also ich gehe jetzt rauf. Du gehst jetzt mit dem linken rauf. Hast den, genau, du gehst mit dem linken rauf. Links ist, wo rechts ist. Genau. Hältst dich erstmal oben kurz fest. Hast den rechten Fuß in der Höhe. Das werdet ihr gleich sehen. Ich zeige euch das. Und jetzt arbeitest du ohne Festhalten. Also sprich, das ist das, was Manu jetzt mit den Füßen macht. Oben hält sie sich nicht fest und jetzt muss sie halt oben diese Balken füllen. Sprich, Kopf und Körper müssen sofort das umsetzen, was sie sehen. Das ist nicht so leicht. So. Und das Training, du hast halt pro Einheit, pro 90 Minuten haben wir ungefähr, ja, wir machen so 35 bis 40 Übungen. Das heißt, du bist 40 bis 45 Minuten auch am Arbeiten, die sind so zwischen 30 Sekunden und 60 Sekunden. Dann gibt es immer eine kurze Pause dazwischen. Und und dann nach 90 Minuten fühlst du dich auf alle Fälle vom Kopf so, dass du sagst, du hast was gemacht. Und vom Körper natürlich auch. Also es ist auch wirklich für den Geist, es ist ein super, super interessantes Training. Ja, hier bin ich. Das Mann. Genau, also seitlich, das finde ich ja schön mit diesem Kippeln hier. Genau, also du kannst... Du arbeitest, jetzt arbeitest du vor und zurück und hast noch diese Rotation auch mit drin, wenn ich diesen Hebel hier noch umlege. Das heißt, dann hast du hier auch noch diese rotierende Platte und dann kann ich das Ganze halt auch noch drehen. Und wie gesagt, die Übungen sind von ganz einfach bis ganz schwer und man steigert sich dann halt einfach von Mal zu Mal und hat immer mehr Möglichkeiten. Ja, das ist toll. Also echt großartig und das Gleiche geht auch natürlich für die Schultern. Genau. Ja. Genau. Was gibt es denn da so für Beispiele? Beispiele. Was meinst du für Beispiele? Beispiele. Na, Beispiele, wie kommen die Leute hier an, in welchem Zustand, was verbessert sich, wie schnell, ja. Also es ist immer unterschiedlich wahrscheinlich. Also ja, es ist unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, wenn du innerhalb von, ich sag mal 14 Wochen 10 Einheiten machst, das ist halt dieses Grundpaket, diese 10 Einheiten, verbesserst du dich im Schnitt ungefähr um das Dreifache. Gigantisch, um das Dreifache. Und das wirklich mit sehr wenig. Also es gibt welche, die gehen noch schneller und es gibt welche, die sind dann halt vielleicht nur bei 2,5 Mal. Und das Schöne ist, wir machen bei jedem Training 1 bis 3 Leistungsdiagnostiken. Das heißt, du kriegst halt danach sofort die Info, was habe ich gemacht, wie waren meine Ergebnisse. Und das können wir halt von Mal zu Mal vergleichen. Und zusätzlich nehme ich Videos auf am Anfang. Natürlich nur mit Genehmigung, ist klar, nach dem neuen Datenschutzgesetz. Aber es geht im Endeffekt darum zu zeigen, wie war dein erstes Training und wie war vielleicht dein 5. oder dein 10. Training. Und manchmal ist deine Wahrnehmung auch nach dem 8. Training so, dass du sagst, ach Mensch, heute war jetzt nicht so ein toller Tag und du warst aber richtig gut. Das kannst du auf den Videos einfach sehen, wie stabil du geworden bist innerhalb von der Zeit. Und dazu dann halt noch, wie gesagt, die Leistungsdiagnostik, der halt einfach auch nochmal schwarz auf weiß aufzeigt, wie war ich in dem Training. Mhm.
ist natürlich auch tagesabhängig und formabhängig, ja, muss man auch dazu sagen. Also es gibt schon einen Unterschied, ob du ganz morgens frisch trainierst oder ob du abends nach einem gestressten Arbeitstag auf dem Gerät stehst. Ist klar, weil da bist du natürlich nicht mehr ganz so frisch wie am Morgen. Ach was. Ja. Also, aber ich bin meistens abends frischer als morgens. Das ist auch gut. Aber so hat halt jeder dann auch da wieder, sind wir alle individuell. Ja, total. Ja, also das sind, glaube ich, die Beispiele, die man ganz gut geben kann. Und die Fortschritte sind halt großartig. Und ja. Ich arbeite unter anderem meine Sportler. Und das ist eine Rückmeldung, die ich dann bekomme. Die haben halt gesagt, also sie haben noch kein Training gemacht, wo man so schnelle Erfolge sieht, die halt so extrem sind. Und ich habe unter anderem eine Diskuswerferin, eine sehr gute Deutsche. Ich habe unter anderem den Diskuswurf-Olympiasieger mit Christoph Harting hier, der hier trainiert, der absolut überzeugt ist von dem Training. Der letztes Jahr, als es ihm echt schlecht ging, auch trainingstechnisch, und er wirklich viele Verletzungen hatte, selbst da gemerkt hat, dass es nochmal eine Verbesserung für ihn war, auch wenn er keine gute Saison hatte. Und in diesem Jahr sieht es alles ein bisschen anders aus, weil er halt viele Sachen anders gemacht hat. Und eine Fußballerin von Turbine Potsdam, eine ganz junge Fünfkämpferin. Also das sind halt so Sportler. Dann gibt es noch Hobby- und Freizeitsportler, und auch für die ist es super. Wenn sich jetzt jemand zum Beispiel meinetwegen auf einen Marathon vorbereiten möchte oder auf einen Triathlon oder auf was auch immer. Hm. Ja. Ja, großartig. Darf ich mich kurz setzen? Mein Arm wird lahm. Siehst du das? Ich halte hier die ganze Zeit die Kamera. Das würde ich gerne. Jetzt klopft es. Ich gehe mal ganz kurz. Jetzt klopft hier gerade jemand an. So ist das. Wir sind live, ihr Lieben. Also auf jeden Fall finde ich das ganz spannend, weil wir hier fokussieren und wir sehen, also es ist spielerisch das Ganze, ja, und wir können rucki-zucki uns verbessern in der Leistung und ganz besonders eben auch bei Menschen, die Kniebeschwerden haben, ja, die oft umknicken. Ich habe jetzt gerade diesen Test gemacht mit ihm und er hat gesagt, Mensch, machst du Yoga? Also die Yogis haben hier natürlich auch einen Vorteil, weil die schon viel stärker sind in ihren Gelenken. Deshalb, Yoga ist doch gut, ne? Yoga ist super. Super, ne? Findest du auch? Also ich finde auch, ich habe auch ganz früher, weil darüber hatten wir vorhin auch gesprochen, auch gerade bei dem Atemtraining, auch Thema Meditation, Meditieren, ich glaube, wird immer interessanter heutzutage. Früher war das so in die esoterische Ecke abgedriftet. Ich bin mit dem Meditieren seit einem guten Jahr so unfassbar glücklich, weil ich merke, dass ich mir was Gutes tun kann, um einfach auch mal aus diesem Alltag auszubrechen und ein bisschen so aus dem Stress. Und für mich ist es mega, mega wichtig geworden, mir das einmal am Tag im Endeffekt bewusst zu machen, dass ich mir so meine Zeit für mich nehme, meine Viertelstunde bis 30 Minuten und dann so meine Sachen mache, um mich einfach ein bisschen runterzubringen. Mhm. Machst du das auch? Noch athletisches Training für dich? Ja, natürlich, weil ich bin ja das Paradebeispiel für das, was man mit dem Gerät alles machen kann. Also ich habe von Anfang an gesagt, ich bin selber die Testperson dafür und ich stehe auch mindestens einmal die Woche. Und ich habe jetzt nach 15 Monaten mittlerweile ein Level erreicht, wo ich selber sage, das hätte ich nie gedacht. Also als Beispiel, ich gehe noch einmal die Woche mit meinen Freunden Tennis spielen. Und ich war, glaube ich, schon immer jemand, der sehr schnell war. Aber natürlich bin ich auch keine 20 mehr. Und 45 Jahre. 45 Jahre. Knackigen Alter. Ja, genau. Und und mittlerweile ist es so, dass sie sagen, sie haben keine Lust mehr, Stops zu spielen, weil ich, glaube ich, für mein Alter so schnell bin, wie ich es nicht mehr gedacht hätte, dass ich das tatsächlich noch kann. Und das ist Wahnsinn. Also deswegen ist es für mich auch immer wieder, ich lerne auch jeden Tag, ich lerne von meinen Kunden, von meinen Sportlern, von meinen Patienten, von wem auch immer. Und das ist das, was ich auch toll finde. Also, dass ich hier so viele neue Reize auch bekomme und jeder halt einfach auch anders tickt und ich für mich jeden Tag was Neues mitnehme. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Vielen Dank, gebe ich mal zurück. Wirklich, ganz großartig. Gibt es denn irgendetwas, was du den Leuten noch so mitgeben möchtest? So zwei, drei ganz wichtig, die dir so ganz wichtig sind? Vom Herzen. Ganz wichtig. Ganz, so. Zeigt alle sehr viel Empathie und Demut, weil das ist eine Sache, die ich mega wichtig finde. Mhm. Also das ist mir halt super wichtig, sich nicht selber so ernst zu nehmen. Das war schon zur Radiozeit, wusste ich, ich muss eigentlich nur Leute miteinander verbinden. Ich muss mich nicht wichtig machen, ich muss nur die Sachen miteinander verbinden. Und das versuche ich hier auf der Arbeit auch. Also ich freue mich, dass ich hier tolle Leute habe und die ich auch erwähnen kann, mit denen ich arbeite. Das macht mich auch sehr stolz und dass die mich so unterstützen. Aber nichtsdestotrotz bin ich hier nicht der wichtige Part. Also ich bin froh, wenn ich unterstützen kann und helft euch alle gegenseitig und macht das, wo ihr gut drin seid und empfiehlt Leute in anderen Sachen, wo die gut drin sind. Weil nur so funktioniert dieses ganze Zusammenspiel, ob im Sport oder im Privatleben, aber ja, seid offen für Neues. Ach so. Ja. Und so für den Alltag?
für den Alltag, wenn jemand so gestresst ist oder in einer Krise steckt oder nicht weiter weiß, gibt es da auch etwas? So, was ist so dein Lebensmotto? Mein Lebensmotto ist, ich glaube, das hat sich auch geändert in den Jahren. Also mittlerweile versuche ich tatsächlich, das hat auch einfach mit dem Privatleben zu tun. Vor gut einem Jahr ist eine meiner besten Freundinnen verstorben, mit nur 42. Und ich habe ab dem Zeitpunkt für mich auch gesagt, ich möchte, es sagt sich immer so einfach, man lebt von Tag zu Tag, aber ich mache mir nicht mehr große Gedanken, was in einem Jahr oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren ist, sondern ich versuche wirklich von Tag zu Tag zu leben. Und in dem Sinne ist mein Motto, jeden Tag sein Bestes geben. Also das ist halt, der steht auch da oben drauf. Das ist mir wichtig. Also jeden Tag auch glücklich ins Bett zu gehen und zu sagen, ich habe heute mein Bestes getan. Und wenn du irgendwas anzusprechen hast, dann sprich es bei anderen Leuten an. Weil ich finde, das Schlimmste, was passieren kann, ist, nehme mal als Beispiel, dass man sich mit jemandem ja, in die Haare kriegt und vielleicht im Stress auseinandergeht und einfach jetzt schwarz-weiß gemalt, derjenige hat einen Autounfall und du kannst das nicht mehr rückgängig machen. Also nehmen wir an, der verstirbt. Du kannst es nicht mehr rückgängig machen, dieses Gespräch oder zu sagen, wir sind im Guten auseinandergegangen. Und deswegen versuche ich zumindest jeden Tag so glücklich wie möglich abends schlafen zu gehen und mit keinem im Stress zu sein, weil ich diese Situation nie erleben möchte. Und es ist auch Quatsch, weil es sind immer Kleinigkeiten und Schwachsinnigkeiten. Also es gibt, ich glaube, kein richtig und kein falsch, sondern es gibt nur verschiedene Perspektiven und Sichtweisen. Und du hast eine andere als ich, das ist total okay, die akzeptiere ich. Und ich habe meine und das ist auch total okay. Ich würde aber nie sagen, deine ist falsch. Weil du wirst irgendeinen Sinn haben, warum du das sagst, warum das so ist. Also, ja. Ja, yes, vielen Dank. Das war so schön. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ja. Großartig. Also, vernetzt euch unbedingt mit dem Marc. Kommt hier mal vorbei. Informiert euch. Seid offen für neuroathletisches Training, für Mentalcoach, ja, für mental sich einfach zu stärken, weiterzugehen. Wenn ihr Menschen kennt, die für Marc in Frage kommen, ja, Sportler, Profisportler, wer auch immer. Ältere Menschen, Leute, die Probleme ja, haben. Die sind in super Händen hier, in richtig guten Händen. Danke. Es war schön mit dir. Ja, ich Dito, danke dir. Toller Kontakt. Also nochmal vielen Dank, Vivica. Müssen wir nochmal sagen. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Ja. Genießt das Wetter. Ja, ein bisschen Wetter ist noch. Geht in den Pool, duscht euch ab. Hallo, euch runter. Johannes ist auch da, aus Österreich. Super. Ah, cool. Sehr schön. Ich freue mich, dass ihr alle dabei wart und nehmt ganz viel mit aus dem Video. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao. Tschüss.